Das liebe Alter. Warum sind jetzt zwei Dinge offen? Okay, da müssen wir hin. Oh. Okay, wieder runter. Alter, wo soll ich denn hin? Amen. Ah, da hoch. Oh, und das noch eins. Alter. Was tut ihr? Das könnte passen. Okay, gucken wir mal. Ah! Ich dachte, das... Oh nein! Ich dachte, das wäre eine Wand, wo man so entlang rennen kann. Okay. Okay. Wenn ich vielleicht kurz vorher das Ding hochfahren lasse und das wieder hochschicke, könnte ich das vielleicht kriegen, ne? Schauen wir mal. Nee, das geht nicht. Hätte ja sein können. Okay. Dann schauen wir mal. Oh nein! Warum dreht sich die Kamera nicht mit? Okay, nochmal. Oh, hat nicht gereicht. Aber wenn ich dranhänge und das Ding hochschießen lasse, das wird nicht gehen, oder? Warte mal. Nee. Okay, okay, okay. War ein Versuch wert. So, nochmal. Ja, guck an. Als wüsste ich, was ich tue. Da komme ich im Leben nicht rüber. Da muss ich hoch. Da ist was zum Einsammeln. Guck mal, hier ist ein Kratzer. Was soll das bedeuten? Ich kann da hoch? Warum ist das eigentlich so dunkel? Ich wäre für einen Death Count am Layout. Ja, da gebe ich dir allerdings recht, ja. Da gebe ich dir recht. Speziell bei dem Spiel. Oh, ich weiß nicht, ey. Das fing so leicht an, ne? Aber manchmal sind da so Level dabei oder so Gebäude dabei. Missionen. Wo nur so ein rumgeklettern, rumgespringen ist, ne? Da bin ich ja ständig am Tod gehen. Oh, guck mal hier. Warte, warte, warte. Ich muss mir mal eben die Gegebenheiten hier angucken. Gut, dann würde ich da wieder runterfallen. Da komme ich im Leben nicht hoch. Vielleicht später noch, wenn ich irgendwas aufgelevelt habe. Ach du Scheiße. Darüber komme ich aber auch nicht. Ah. Du Scheiße. Das fällt wieder runter, ne? Ja. Okay, okay. Hast du Portal gespielt? Hm, ich habe in das erste, habe ich mal kurz reingeguckt. Aber es hat mir nicht so gefallen. Das war nicht so meins. Ja, habe ich gehört. Habe ich gehört, dass es extrem schwer wird mit der Zeit. Übel, übel. Oh, ich kann da laufen. Cool, cool. Fast hätte ich auch fallen können. Zu einfach. Erstmal gucken, ob hier Loot liegt. Aber nein. Oben? Nein. Okay, get down. Bug-Kontrollturm. Oder Bug. Je nachdem. Ah, hier. Hui. Gehüpf. Gehüpf. Wir haben keinen Commander mehr. Das Schiff bricht auseinander. Kugel abkoppeln, sofort! Hm. Was ist da denn passiert? Und warum ist hier schwarz? Nein. Gut. Ah ja, gut, dann sollten wir doch mal gucken, ob wir hier mit dem einen Punkt was anfangen können.
Mit dem einen Fähigkeitspunkt. Aber ich glaube nicht, ne? Die Einpunkte-Dinger. Nee. Ah, doch. Ja, guck mal hier. Überleben ist ja ganz wichtig bei mir. Da ich nicht ganz so gut bin, halt. Bessere Reflexe. Blockanzeige füllt sich schneller. Es gibt eine Blockanzeige. Bin ich doof? Na komm, was gibt's sonst noch? Machen wir zwei. Machen wir auch zwei. 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 Eins. Verbessertes Magazin. Erhöht die maximale Blastermunition um 3. Den benutze ich nicht so oft. Kalypso. Ja, ja, ist durch. Ist durch. Am Montag fertig gemacht. Montag nochmal 3 Stunden gewesen und dann durch. Boah, ist das geil. Und der Hammer. Ich habe das ja, wo wir das gestartet haben, habe ich einen Benchmark laufen lassen, ne? Von dem Spiel. Und da hat er mir gesagt, Ultra-Einstellungen, 118 Frames, bla bla bla. Hab dann aber, weil OBS ja gerne abstürzt, bin ich nur auf Profil High gegangen. Und so haben wir es ja gespielt und sah geil aus. Als ich am Montag dann fertig war, dann habe ich dann im Stream habe ich dann noch umgestellt auf Ultra und habe Raytracing voll reingeballert und einfach alles, was irgendwie möglich war, habe ich dann schon mal verabschiedet von allen und drücke auf Übernehmen. Es hat funktioniert, Alter. Und dann haben wir der Anfang nochmal gespielt, bis wir dann im Knast waren. Boah. Boah, das sieht so gut aus. Und dann gucke ich mir die Erfolge an, ne, in der Xbox-App. Und da scheint es noch jede Menge andere Modi zu geben. Ne? Also nicht nur diese Singleplayer-Kampagne mit Add-ons, sondern auch der Aufstand oder so. Da muss man dann mehrere Wellen überstehen. Also schon geil. Ich habe es mal noch nicht deinstalliert. Da muss man mal reingucken, ob man das findet, den ganzen Kram. Das ist ja schon cool, ne? Noch 2. Verkürzt die Aufladezeit von Fokusangriffen. Ja, ich glaube, das brauchen wir jetzt noch nicht. Ja, aber war ein mega geiles Spiel. Mega geil. Das Callisto-Protokoll. Kerl regeneriert mehr Macht, wenn er einen Gegner besiegt. Trifft er einen blockenden Gegner, regeneriert er ebenfalls Macht. Aha. Habe ich bei Resident immer gefeiert, in Endlos-Mode, ja. Ich habe auch überlegt, ob ich heute Resident Evil 3 anfange, ne, das Remake. Habe auch schon alles fertig gemacht, gestartet und Stream-Info und so weiter. Und habe ich mir gedacht, nee, wir müssen erst das Star Wars fertig machen. Ja, wir haben jetzt Star Wars am Laufen, wir haben Starfield am Laufen, wir haben Forza Motorsport, das wird immer mitlaufen. Läuft ja auch schon immer mit. Gotham Knights haben wir auch noch drauf. Oh, ich weiß gar nicht mehr, was sonst noch alles. Nicht zu viel anfangen. Nicht zu viel anfangen. Da brauchen wir 2. Verwirrung benutze ich zu selten. Jetzt sind wir schon wieder hier. Bam, boy. Komm, nimm mal die Reflexe. Hat Starfield noch immer so viele Bugs? Ich habe nicht einen Bug gehabt bisher. Nicht einen. Nicht mal irgendwie ein Grafikglitch oder irgendwas. Gar nichts. Gar nichts. Und ich habe es Day One, haben wir ja angefangen, das zu zocken. Nichts. Absolut nichts. Ich musste nur das Raytracing wieder rausnehmen, weil der Grafikchip überlastet war. Ich nehme ja, also ich streame ja über OBS und nehme gleichzeitig auf. Und die Aufnahme ist in höchstmöglicher Qualität, ne? Also völlig verlustfrei. Und da ist das Ding dann doch ein bisschen überlastet, ne? Das packt er nicht. Ah, kennst du noch vom Anfang? Ne, also ist echt cool. War auch eine Überlegung, das heute weiterzumachen, ne? Aber das ist halt. Da habe ich halt auch das Gefühl, da sind dann zu wenig Zuschauer. Weil es vermutlich
Wenn du bereit bist, so langweilig ist zum Zugucken. Ist halt ein RPG, ne? Also viel Storytelling und so. Kommt mir ein bisschen komisch vor. Qual der Wahl, definitiv, ja. Okay, Sie. Definitiv. Ich hol dich da raus. Beeilen Sie sich, Kerl! Oh. Er wird mich umprogrammieren! Haben Sie direkt gefunden. Dieser Druide gehört mir! Dann werde ich mich wohl selbst retten. Ihr habt also Ravis überlebt. Wie? Wie immer. Kämpfen. Ihr habt andere Jedi ermordet. Ich habe jene niedergestreckt, die gegen mich waren. Geht oder teilt ihr Schicksal. Selbst wenn ihr glaubt, dass der Rat euch hinterging. Sie waren eure Familie. Diese jetzt mal ohne Scheiß, wachsen dem die Haare anzunehmen, nach? Ihr wüsstet, was mich antreibt. Ich sehe, dass eure Besessenheit von Tenalor euch blind gemacht hat. Die sind doch schon länger was als... Was auch geschehen ist. Ihr könnt da, die Vergangenheit die Figur, nicht ändern. Die so ausgewählt haben. Das könnt ihr mir glauben. Vielleicht habt ihr recht. Die Vergangenheit, sie ist eine Kette, die ich durchbrechen muss. Hab das Gefühl, ich muss kämpfen. Ja, hier habe ich Raytracing übrigens auch ausgemacht. Dem geschulten Auge ist es bestimmt direkt aufgefallen. Der Stimmschlüssel gehört mir. Der Droide gehört mir. Tenalor gehört mir. Wow. Komm. Schwanzvergleich der Macht. Was ein Glück. Ja, das sieht nach Kampfarena aus. Halt dich fest, gegen den einarmigen Bandit. Ihr könnt mich nicht festhalten. Aber ich kann dich ärgern. Hihi. Jämmerlich. Hey, hey, hey. Du machst Fehler. Aha, abgeblockt. Tenalor gehört mir und ich werde jeden niederstrecken, der mir im Weg steht. Hey, hey, hey. Nicht mit mir. So. Ist ja ein epischer Kampf wie in den ersten drei Filmen. Also, Episode 4, 5, 6. Der sieht fast so aus wie einer der Jedis aus The Acolyte. Habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Das ist der Kerl, von dem du erzählt hast. Habe ich nicht gesehen. Ja. Noch nicht. Mhm. Und er hat richtig gute Laune. Ihr habt mich lange genug aufgehalten. Ich habe kein Disney Plus, also muss ich auf andere Dinge zurückgreifen. So leicht kommst du mir nicht davon. Danke. Zwei Krieger auf der Höhe ihres Könnens. Die hängt da immer noch. So entstehen Legenden. Sie. Hängt da halt ein bisschen rum. Ich hol sie. Wir sehen uns oben. Ja, Laufstärke müsste aber passen, ja. Okay. Dann bin ich ja zufrieden. Was heißt, wir sehen uns oben? Warum nimmst du mich nicht einfach mit? Ein Geschenk. An sich nicht schlecht, auch wenn es nicht so richtig Star Wars Feelings auslöst. Genau davor habe ich auch so ein bisschen Angst.
Es ist ja schön, was es mittlerweile alles gibt in dem Star Wars-Universum. Aber ich bin halt der Meinung, zu viele Ableger zerstören das. Waren die letzten 4 Filme, sag ich mal, haben schon sehr viel zerstört. Warum liegt das hier immer noch? Was ist das? Ganz täuscht. Ja, und da bin ich dann halt vorsichtig, ne? Komm schon, mein Sie. Mandalorian habe ich auch nur. Das ist vermutlich klüger. Ich weiß nicht. Denn Gera ist eindeutig verrückt. Er ist vielleicht 8 Folgen geguckt oder so. Seine Meisterin, es war nicht schlecht, um den Abyss zu navigieren. Aber irgendwie nicht das Richtige so. Sie hat dieses Wissen aus deinem Speicher gelöscht. Das würde es erklären. Nun, Dagon ist sicher, dass sie für ihn einen Kompass zurückgelassen hat. Hoffentlich. Dagon hat Ravis zu einer anderen Anlage auf dem Mond geschickt. Vielleicht werden wir ja dort fündig. Zurück auf den Mond? Großartig. Oh, Meisterin Kree. Warum habt ihr mich geschickt, um diesen Verräter zu befreien? Die Leute sind kompliziert. Vielleicht dachte sie, der Orden irrt sich. Wenn wir sie nur fragen könnten. Boah, was wir jetzt alles verpasst haben. Dadurch, dass wir sie direkt gefunden haben. Da waren bestimmt noch coole Sachen zu finden. Und was gibt's hier zu finden? Darth Nihilus. Bane. Aber Bane ist super geil, ne? In dem Chris Nolan-Film. Sehr geil gemacht. Kommt viel besser rüber wie in den Comics oder andere Ableger. Die waren schon geil, die Trilogie. Der sicherste Weg hier raus. Hast du das bestimmt? Nein. Also gut. Sie wirken nervös. Ich gehe mit ihm. Hüpf an Bord, sie. Und sie sieht aus wie so eine Fembot-Version von Kampfstern Galactica. Naja. Wie heißen sie? Zylonen? Ich hasse diese Dinger. Ja, vor allem seitlich. Unangenehm. Boah, ist echt laut, ne? Okay, ich mach noch einen Schluck leiser. Ich wusste es. Oh, da habe ich wieder Arbeit im Schnitt. So, wie ich jetzt die Lautstärke verändert habe. Stimmt, ne? Fehlt gerade so das Knight Rider Auge. Da ist doch alles gut gegangen. Jetzt sind wir direkt vor der Tür. Also, hätten wir doch direkt weiterfliegen können. Erinnere mich daran, das nie wieder zu tun. Du hast gesprochen, ist so leise. Ich finde das echt blöd. Dagon muss Ravis geschickt haben, um den Kompass zu holen. Vielleicht versorgt die Anlage im Wald irgendetwas auf dem Mond. Maybe, ist nur eine Baby. Vermutung. Aber wenn Ravis auf dem Weg dorthin ist, müssen wir auch hin. Denn Mantau, ne? So. Da oben waren wir ja schon. Da konnten wir das Gitter nicht anheben. Die Fähigkeit haben wir jetzt erlernt. Das war hier, ne? Können wir nochmal der Damen Besuch abstatten? Oder den Damen? Bitte. Dieses Datenpad enthält alle meine Entwürfe und meine Referenzdatenbank. Ohne müsste ich wieder bei Null anfangen. Also noch mehr als ohnehin schon. Quasi Doppel-Null. Viel Glück bei der Suche nach dem Datenpad, Cal. Und pass auf dich auf, diese Gleiter nisten weit oben. Okay. So, das... Ah, siehst du, jetzt können wir es heben. Schnell klettern. Oh, oh, oh. Hä? Boah, Beeilung. Yeah, kein Problem. Nö, brauchen wir jetzt nicht speichern.
Schwachfug. Kurz checken. Alles klar. Okay. Hui. Muss ich da vielleicht... Oh ja. Nein! Vorbeigesprungen. Oh Gott. Oh Gott. Ich werde sterben. Ich werde sterben wie das arme Pferd von Atreo in der unendlichen Geschichte. Damn, boy. Okay. Ah, wieder vorbei. Komm. Ja, jetzt fehlt wieder der Todescounter. Ach, guck mal. Kann man da hoch? Kindheitstraum absolut. Was eine krasse Geschichte, oder? Was für ein Kinderfilm. Das arme Pferd da am Versinken. Das ist doch fast so schlimm wie der Struwwelpeter, wo der Daumen abgeschnitten wird. Ist mir ja richtig, ja. Ehrlich, soll neu verfilmt werden? Oh Gott. Oh Gott, Alter, ich kann jetzt schon nicht mehr springen. Komm, Beilung, 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 Beilung. Boah. What the hell? Und wieder von da. Haha. Okay. Schön weit. So, jetzt schaffen wir es aber. Lava Forest. Schnell, schnell, schnell. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja. Siehst du mal. Okay, was ist hier? Nichts. Oh, was war das denn? Guckler. Was habe ich denn gesehen? Gestern habe ich so einen Bericht geguckt über ein Colt für alle Fälle. Was ist das? Und habe dann wieder Bock gekriegt. Ne? Ich habe das früher gern geguckt. Und habe da ein bisschen rumgegoogelt, ob man die irgendwo gucken kann. Geht nur auf Dailymotion, das geht nur auf dem Handy, da gucke ich nicht gern. Aber dann habe ich einen Trailer gefunden, der soll verfilmt werden mit, wer ist das? Ryan Gosling ist das, glaube ich. Als Colt Seavers. Also ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Solche Neuverfilmungen machen halt viel kaputt, ne? Weil einfach die Charaktere nicht mehr passen. Da fand ich schon ganz cool, dass bei dem neuen Beverly Hills Cop, ne, XLF, alle Schauspieler von früher dabei waren. Also wirklich alle. Und das ist geil. Sowas finde ich cool. Willkommen, Jedi. Kammer still der Verbindung. Still zu sein bedeutet, ruhig zu sein. Der The Dark Room. Beim Aufblühen zu helfen. Jedoch ist die Galaxis selten statisch. Bewegung jedoch kann für Klarheit sorgen. Lass die Wahrheit wie einen Fluss fließen und neue Wege um jedes Hindernis herum schaffen. Genau, wie Bruce Lee, sei wie Wasser. Der Aufwand teilweise nicht gut gealtert. Ja, 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 absolut. Taggart sah ja richtig schlimm aus, ne? Also, das ist eigentlich so der Einzige, dem man das Alter wirklich ansieht. Hey. Wie war das noch? So? Nee. Doch, so und so. Nee. Ah, so, genau. Und hui. 3-Punkte-Wurf. Ah, muss ich drehen, das Teil. Ja, genau, deswegen auch kaum Sehen gehabt. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das ein Grund dafür war. Der sah auch irgendwie krank aus, oder? Also ich weiß nicht. Ist ja geil, dass er das mitgemacht hat, aber der sah schon irgendwie krank aus. So richtig so zu schnell abgenommen, weißt du? Aufgedunsen, ja. Ja. Aufgedunsen schon. Aber so eingefallen auch, so im Gesicht, so, ich weiß nicht. Sah irgendwie, sah es merkwürdig aus. So, wieso kann ich das nicht drehen? Die kann ich doch eigentlich immer drehen.
Gibt es da noch andere, wo ich die einspannen kann? Was ist hier? Und wo bin ich überhaupt? Oh, guck an. Hallo Echo. Dieses Gefühl hatte ich nicht erwartet. Was ist? Ich vermisse Coruscant. Den Tempel, mein enges Zimmer. Ich kenne das Gefühl. Ach, jetzt fällt mir gerade was ein. Ich kann doch mit BD-1 so eine Spur ziehen, wo sich das entzündet. Oh Gott, Allah. Das wird doch nichts. Wie war das denn? Nach unten? Ja. Dann so und so. Ja. Gleich weiter. Geht's weiter? Nee. Geht's da höher? Nee. Okay. Auf jeden Fall ist hier mal ein Raum offen. Klappe. Wie hüpft? Digga, das ist die Tür zu. Okay. Ah! Guck mal da. Ha! Lass uns die Datendisk zu sie bringen. Genau. Sie braucht die Datendisk. Okay, das sind wieder zwei Knöpfe. Damit kann ich dann hier lang. Ach du Scheiße. Ne, mit BD-1 die Spur legen, dass wir hier vorbeikommen. Schnell rüberlaufen. Während dem Schießen, dann hier weiter und dann das. Oh Gott, Alter. Da lässt sich so eine Scheiße einfallen. Geil. Vom ersten Versuch. Haben zu viel Zelda gespielt mit so Ideen. Ja, ja, absolut. Weiter. Ja, cool. Scheint geklappt zu haben. Aber mal ein bisschen balancieren. Und dann da hoch. Ah, hier müssen wir auch noch. Guck mal, Kugel. Krieg ich die von hier? Natürlich nicht. Okay. Ich kann mal von der Seite da oben drauf jumpen. Genau. Gehüpft. Dann können wir uns hier die Kugel schnappen. Und 2-Punkte-Wurf. Bringt uns was? Achso, hier ist eine Tür. Müssen wir die vielleicht verwenden? Naja, guck mal, das ist noch eine Kugel. Also hier müssen wir das irgendwie noch wegbrennen, würde ich mal behaupten. Geil, richtig schöner kühler Wind. Und trocken. Ne, nix hier mit schwül und so.
denn da oben rein? Das kann sein, oder? Die Kugel da. Aber wozu dann? Warte mal kurz. Die kann ich doch von hier jetzt aufmachen, ne? Genau. Jetzt ist mal wenigstens offen. Das Teil folgt mir. Okay. Diese Kugel da oben. Wie war das denn in dem einen Level, wo es in den Tempel hochging? Da war doch auch so eine Kugel. Wie war das, verdammt? Was machen die Kugeln? Ich hab's vergessen. Alzheimer lässt grüßen. Kennst du nicht den hier? Das ist gut. Das ist gut. Oh, guck mal da. Er kann dem Rat nicht trotzen. Dagon Gara denkt, er muss tun, was richtig ist. Meister Rancis wird das nicht zulassen. Shit. Was tun? Warum hat sich die Brücke hier geöffnet? Soll ich mal versuchen, die Kugel da oben rein zu werfen? Aber kann ja nicht. Nee, okay. Ich gehe nochmal runter und stelle mich auf das Podest. Vielleicht hat sich da ja jetzt was verändert. Da muss die Kugel rein. Boho. Da habe ich sie nämlich auch her. Aber, nee, das hat doch... Scheiße. Irgendwas wieder aktiviert? Nee. Da ist noch eine Tür. Okay, komm. Dann legen wir noch mal eine Lunte. Warte mal, wir können doch auch hier anfangen, oder? Und dann hier einfach so eine Lunte legen, oder geht das weg irgendwann? Nee, stimmt, das geht ja nicht hier. Wegen Wasser. Okay, dann können wir höchstens mal versuchen. Ah, guck mal, das löst sich wieder auf. Okay. Aber wenn wir hier rumgehen... Boah, fuck, dann müssen wir wieder da hoch. Dann müssen wir das alles nochmal machen. Okay. Denmantau. Also, das ist jetzt ein weiter Weg, ne? Das will ich mal eben so erwähnen. So. Die Brücke lässt sich nicht von unten entzünden. Aber auch so siffig. Ja, aber das Problem ist, wenn ich die Kugel hier rausnehme und so da oben reinpacke, dann habe ich nichts mehr zum Entzünden. Ne, dieser Strahl hier ist die Zündquelle quasi. Okay, warte mal, ich habe eine Idee. Wir probieren es mal so. Kann ich auch schnell? Ja, geht auch. Okay. Oh. Geht? Ja, geht.
So. Oh, runterspringen kann ich nicht. Okay. Runter, runter, runter. Runter, runter. Runter, runter. Darüber. Und so. Nein, das reicht nicht. Komm, Digga, komm. Nur ein Stück. Ja, doch. Haha. Haha. Ha. Das ist nur eine Kiste, ne? Hat uns gar nichts gebracht. Toll. Klingenmitte. Dass in den Kleinen alles reinpasst. Ich wünschte, der Tank vom Auto wäre so. Oh ja, Alter. Oh ja. Oh, ich könnte momentan echt so einen Jahresgutschein an Benzin gebrauchen. Echt ein bisschen übel. So, jetzt denke ich mir gerade, ich hätte auch versuchen können, da hoch. Nee, aber das geht ja gar nicht. Hä? Das ist ja von da oben aus zu weit. Das klappt ja nicht so. Scheiße. Was tun? Ich weiß mehr, was das mit der Kugel da oben auf sich hat. Das ist jetzt zu lang her. Ärgert mich ein bisschen. Nehmen wir den. Ach, nehmen wir den Weg. So. Was passiert denn, wenn ich hier das mache? Gar nichts, oder? Nein. Einfach nur. Schwarzes Zeug. Ich muss da irgendwie das wegbrennen. Aber wie komme ich da hoch, verdammt? Ich hasse sowas. Kommt ja nicht oft vor, aber wenn man dann hängt man richtig, ne? Gibt's doch gar nicht. Was ist das denn hier eigentlich? Hoppala. Nichts. Plattformen. Scheibenkleister. Also wenn du eine Idee hast, jetzt wäre der Moment. Überlegen. Hier lang? Nee, das wäre doch. Oh, da liegt noch was. Aber bin ich so blind? Die Wahrheit fließt wie ein Fluss? Was bedeutet das? Wenn ich es nicht herausfinde, werde ich niemals ein Jedi-Ritter. Vielleicht wäre es aber eine Möglichkeit. Von da unten, darüber. Dann ist jetzt die Tür offen, dann können wir da hoch. Nee, ich kann die Tür aber nicht aufmachen hier. Doch, ich kann kurz unterbrechen. Und dann? Die Brücke ist dann weg, auf jeden Fall. Und da fließt schon wieder Wasser. Ah, ja. Ay, caramba. Dann können wir vielleicht wenigstens das hier wegmachen. Vielleicht bringt uns das was. Okay, komm mal her. Drei Punkte.
So. Kann ich von hier aus schon? Jawohl. Laufen. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ist das wirklich so gedacht? Oh, oh doch, geht. Tür ist offen, cool. So, dann gehen wir mal hier runter. Hier rüber. Oh, beweg dich. Wir können mal das hier verbrennen. So. Und jetzt? Scheiße, ne? Nichts gebracht. Wohin, wohin? Wohin? Wenn wir jetzt die Kugel hätten, ne, dann könnten wir da rüber. Oh, warte mal, warte mal. Ich probiere was. So, schnell. 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 Oh, hier. Schnell, schnell, schnell. So, genau. Oh. Kann das sein? Oh, nein, 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 schnell. Nein, du Vollidiot. Jetzt hat er die Kugel rausgezogen. Ah, hörst du auf, Alter. Hey. Oh, der Knopf hängt. Scheiße. Verdammt, Alter. Warum hängt denn der Knopf? Aber ich glaube, so geht's. Ich glaube, so geht's. Boah, das ist ja übel. Okay. Okay. Hallo. Das sah gut aus, ne? Nur blöd, dass der LT-Knopf hängt. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen jetzt. Der muss... Gut, der Joypad ist alt. Der ist alt. Kann sein, dass er Dreck drin ist und der dann einfach dann hängen bleibt. So, und dann macht er halt die ganze Zeit dummes Zeug. Okay. Auf ein neues. Geht er da lang? Ne, komm. Gehen wir lieber da hoch. Da. Jawohl. Müssen ja nicht an der Wand entlang, wir können auch auf dem Boden entlang. Jawohl. Jetzt schnell sein. Hallo, Knopf. Komm. Mach, mach, Alter. Mach. Boah. Das machen die doch mit Absicht. So, müssen wir aufpassen. Was wir gerade gesehen haben. Beim Laufen hört er auf damit. Boah, mach weiter, Digga. Oh, der will nicht. Schnell, schnell, schnell.
guck mal, es geht nicht weiter. Alter, wollt ihr mich verarschen? Eben ging's doch auch. Okay, was haben wir noch für Möglichkeiten? Verstehe ich nicht. Aber ja, so muss es wohl sein. Auf ein neues. So, jetzt machen wir es mal ohne LT, dann kann ich halt nicht so genau zielen, aber das ist ja egal. Ah, hier ist noch Wasser auf dem Boden. Komm, weiter. Aber hier können wir runter. Ja. Machen wir es schön ruhig, mit Geduld. Mach es ganz too small. Geil. Sehr geil. Flasche aufmachen. Geht doch, genau. Hat geklappt. Sehr cool. Okay. Hallo Echo. Nee. Was kriegen wir? Energie, Macht. Erholung, neuen Bonus erhalten. Okay. Oh, falscher Knopf. Hier. Fähigkeiten. Boni. So. Wir haben jetzt das gekriegt. Minimale Machtregeneration. Hm, okay. Der Mindestwert, auf den sich die Machtanzeige automatisch regeneriert, wird erhöht. Ja, komm. Können wir eigentlich noch was anderes ausrüsten? Guck mal, der hat nur einer. Blockanzeige. Aha. Hallo? Warum geht das nicht? Ah, geht das nur an so einem Meditationspunkt wahrscheinlich, ja?